Unsere Schlosskirche ist nicht nur das steinerne Geschichtsbuch unserer Stadt, die Geschichten erzählt, die über 800 Jahre alt sind, sondern sie ist das Herzstück unserer Stadt. Denn hier auf diesem Boden wurde die neue Stadt Pforzheim im 12. Jahrhundert gegründet. Und wir sind besonders stolz, dass die Bürger und Bürgerinnen von Pforzheim nach dem Zweiten Weltkrieg diese Kirche gemeinschaftlich aufgebaut haben. 1959 kam dann unsere Steinmeier-Orgel hier hinein mit über 3000 Orgelpfeifen. Und die Dame ist nun in die Jahre gekommen und wir freuen uns sehr, dass wir bald im nächsten Jahr nach einem langen Prozess unsere neue Steinmeier-Orgel, die reorganisiert wird, hier willkommen heißen dürfen und die Kirche ihre Seele wieder erhält. Der Stand der Dinge ist, dass wir uns auf den Weg gemacht haben. Wir haben mit ganz viel Rückenwind durch die Pforzheimer Bürgerinnen und Bürger einen Sockel an Spenden einwerben können. Wir haben begonnen, die Orgel zu reorganisieren und wir sind guten Mutes, dass wir auch weiterhin Unterstützer haben werden, sodass es uns gelingt, dieses großartige Instrument wieder in Bestform zu bringen. Wir sind bei der Firma Mühleisen in Leonberg in den besten Händen. Und ich glaube, die Orgel wird nach Abschluss der Reorganisation einen wunderbaren Klang wieder haben. Er wird den Kirchenraum erfüllen und dafür sind wir unterwegs und dafür engagieren wir uns mit größter Kraft. Das ist insofern eine besondere Orgel, weil diese Orgel einmal von der Orgelbaufirma Steinmeier nach dem Krieg gebaut worden ist. Damals wurden eben entsprechend dem Zeitgeschmack eher neobarocke Orgeln gebaut, aber die Firma Steinmeier hat ein hervorragend gebautes Pfeifenwerk in dieser Orgel und dieses Pfeifenwerk verwenden wir jetzt sehr gerne wieder für die neue Orgel. Das wird aber angepasst oder teilweise auch ergänzt, aber das ist sehr gut gebaut und so hinterher ist es etwas Besonderes, dass man eine neue Orgel baut, in der der Großteil der Pfeifen aus der Vorgängerorgel kommen. Ich habe eine sehr, sehr tiefe Bindung zu der Orgel, generell zu der Schlosskirche. Da ich mein erstes Kirchenkonzert in der Schlosskirche auf der alten Orgel gehört habe. Und ich kann es kaum erwarten, bis die Orgel an ihrem neuen Platz steht und wir wieder drauf spielen können. Wir brauchen Sie als Unterstützerinnen und Unterstützer für die Reorganisation der Steinmeier-Orgel hier in der Schlosskirche St. Michael in Pforzheim. Damit die Finanzierung gelingt, benötigen wir kleine Spenden und große Spenden. Möglich ist dies auch durch eine Pfeifenpatenschaft für die kleinen und die großen Pfeifen. Machen Sie mit, sind Sie dabei und wir sagen Dankeschön für Ihre Mitwirkung.